Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der erste Hitchcock auf Blu-ray in Deutschland. Auch international gab es vorher lediglich eine Blu-ray von 39 Steps in Großbritannien, die ich aber noch nicht begutachten kann. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, so toll habe ich den Film noch nie erleben können. Warner hat bei der Restauration des Bildes ganze Arbeit geleistet, und das obwohl schon das alte DVD-Bild sehr gut war. Man erkennt Details in dem Film, die man vorher so nie gesehen hat, auf meinem 94 cm TV in Full HD eine Wucht. Auch der Trübton des englischen Originals weiß zu überzeugen, kraftvoll und klar, so muss es sein. Die verschiedenen Synchros in diversen Sprachen liegen nur in Mono vor, brauche ich aber nicht. Unbedingt in der Originalversion schauen. In einer vorigen Rezension wird davon geschrieben, die neuen Extras seien nicht der Rede wert. Also bitte, haben Sie auch nur einmal reingeschaut? Gegenüber der einzigen 39-minütigen Doku der DVD sind hier zusätzlich 3 Stunden neues Bonusmaterial hinzugekommen. 2 Dokus davon nagelneu aus dem Jahr 2009, dazu eine über 90-minütige Doku über Cary Grant aus dem Jahr 2004. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Music-Only-Track anzuwählen und so die isolierte Filmmusik im 5. erste Ton zu genießen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.